Mein Name ist Martin Vögeli und ich erzähle Ihnen jetzt, was Sie schon immer über URL-Variablen wissen wollten. Nun, da wir im Zusammenhang mit Moodle dieses Thema behandeln, schauen wir doch einmal nach, was in den Moodle-Docs stehen. Das ist der Text, ich habe ihn da direkt herauskopiert. Wenn Sie da das Detail lesen möchten, drücken Sie doch kurz Pause beim Video. Sonst springe ich gerade weiter zur nächsten Folie. Die Erklärung ist ein bisschen langatmig und wahrscheinlich, wenn man das so liest, versteht man auch nicht ganz, worum es geht. Darum habe ich hier eine Slide gemacht, die das relativ einfach erklärt. Die GET-Methode, das ist das Thema, was sich da mit beschäftigt, die funktioniert nämlich so, wenn Sie im Internet zum Beispiel eine Websuche starten, dann wird hinter der eigentlichen Adresse der Suchmaschine, in dem Fall web.search.ch, so ein Fragezeichen angehängt und dahinter folgen die Variablen, die dieser Suchmaschine übergeben werden. In dem Fall hier Q für Query gleich Moodle, also Moodle wird gesucht bei der Suchmaschine. Ein weiterer Parameter wird mit diesem Unzeichen ergänzt für die Schweiz, Location Schweiz heißt das hier. Also das wäre die GET-Methode, man übergibt einer Web-Applikation Parameter oder eben Variablen, Werte über die Adresse, über den Link, über die URL. Wenn Sie auf Moodle ein neues Material oder eine Aktivität anlegen und dort Link-URL wählen, bekommen Sie eine Einstellungsseite, auf der Sie diese Parameter dem Link anhängen können. Und zwar sind das dann nicht irgendwelche Werte, sondern Werte, die im Moodle zur Verfügung stehen. Zum Beispiel der vollständige Kursname des aktuellen Kurses oder die Stadt oder der Ort, in dem der entsprechende User lebt, seine Adresse, wenn er eine Webseite im Profil erfasst hat, welche Webseite zu ihm passt, gehört. Und auch seine Nummer, jeder User bekommt auf Moodle ja seine eigene Nummer. Diese Nummer kann man auch an einen Webdienst übergeben. Machen wir doch gerade ein konkretes Beispiel. Ich möchte auf Moodle einen Link anlegen, der es mir erlaubt, direkt eine Websuche zu starten, und zwar nach dem Namen des entsprechenden Kurses. Sehen wir uns einmal an, wie das aussehen kann. Ich gehe dafür hier auf Moodle, habe da einen Kurs vorbereitet, Multimedia heißt der, seine Adresse sehen Sie hier oben oder groß auf der Slide, wenn wir nachher zurückgehen, sehen Sie es noch einmal. Ich habe den Kurs früher schon mal verwendet, darum hat es sehr viele Sachen da drin und da kommt jetzt der Teil, den wir uns tatsächlich anschauen wollen, hier Suche nach vollständigem Kursnamen. Dazu bearbeiten, einschalten, aktivieren, damit wir uns die Einstellungen anschauen können. Da, bearbeiten, Einstellungen, öffne ich in einen neuen Tab hinein. Das wäre jetzt ebenso ein Link, wie er auf Moodle ausschaut. Ich gebe ihm einen Namen zuoberst. Dann kann man dem eine kurze Beschreibung geben. In dem Fall habe ich einen Screenshot hinzugefügt, auf dem man die Einstellungen sieht, aber das können wir uns auch gerade in echt anschauen. Da ist eben der Inhalt dieses Links, das ist swisscaus.com, das ist die Suchmaschine, die wir für die Suchanfrage verwenden möchten. Und unter URL-Variablen übergeben wir swisscaus die Query, die heißt bei swisscaus Query. Und als Wert soll da eben vollständiger Kursname, in diesem Fall ein recht langer Kursname, wenn wir zurückgehen nochmal. Da dieser ganze String hier oben, der wird dann als Suche übergeben an swisscaus. Ich zeige das gerade in live. Klicke jetzt diesen Link an. Zwischenschritt, den habe ich bei den anderen nicht eingebaut. Jetzt wird diese Suche hier ausgeführt und tatsächlich da wird der Kursname eingetragen und darunter folgt dann auf erster Stelle gerade das Suchresultat, das dann wieder zurück in diesen Kurs hier führt.
also von Suchmaschinenoptimierung her liegen wir gut mit diesem Kurs. Doch das ist nicht alles, was sich mit diesen URL-Variablen machen lässt, sehen wir uns noch ein paar weitere Beispiele an. Man kann ein E-Mail starten, ein E-Mail automatisch befüllen. Hier habe ich jetzt als Mail-to-Link verwendet eatspam@mailinator.com. Das wäre jetzt die Mailadresse, an die das E-Mail, das sich da öffnet, gerichtet wird. Und der Titel ist in diesem Fall jetzt Multimedia. Also so sieht der Link aus, der dann tatsächlich aktiviert ist. Und wenn wir auf Moodle schauen, wie das eingerichtet ist, einschalten nochmal. Wieder auf die Einstellungen gehen. Wie gesagt, da ist dieser Mail-to-Link, mail-to@eatspam@mailinator.com. Und als Variable übergeben wir den kurzen Namen des Kurses als Subject. Das heißt, dass der Betreff dieses E-Mails wird dann gleich heißen wie dieser Kurs, der kurze, der wäre Multimedia und dann in Klammern Moodle Multimedia A2015. Das wäre die Betreffzeile dann. Ich glaube, Sie haben das schon mal gesehen, was passiert, wenn man ein Mail öffnet, einen Mail-to-Link anklickt, darum überspringen wir das. Das nächste Beispiel, damit kann man die Uhrzeit auf dem Moodle-Server abfragen. Sie haben vielleicht auch schon erlebt, dass auf Ihrem Moodle die Zeit nicht stimmt, dass in den Forum-Beiträgen die falsche Zeit steht. Und mit diesem kleinen Link hier kann man jetzt genau herausfinden, wie spät es in diesem Moment, in dem man auf den Link klickt, auf dem Moodle-Server ist. Also ich klicke da jetzt drauf, öffne das im neuen Tab. Da wird dieser Unix-Timestamp übergeben. Das ist so eine Zahl, die seit dem 1. Januar, glaube ich, 1970 die Sekunden zählt. Und wenn man das umwandelt, ist es hier genau der 22. Juni um 16 Uhr. Wenn wir oben schauen, das stimmt in dem Moment gerade. Das heißt, auf diesem Server ist die Serverzeit richtig eingestellt. Braucht man vielleicht nicht so oft, aber ist doch noch lustig, dass man das jetzt mit dieser dynamisch generierten URL machen kann. Jetzt das nächste. Nehmen wir an, Sie unterrichten einen Kurs zum Thema Webdesign oder mobile Webseiten, Responsive Design, so etwas. Und Sie möchten den Leuten einen schnellen Weg geben, damit sie die Webseite, die Sie am Profil angegeben haben, prüfen können, ob die für mobile Geräte optimiert sind. Sie wissen das vielleicht, bei Google ist es seit zwei Monaten ein wichtiges Kriterium, ob die Webseite auch auf mobilen Geräten gut funktioniert. Darum ist das sowieso noch spannend, wenn man es für seine Webseite mal anschaut. Jetzt schauen wir das praktisch an. Ich habe hier diesen Link, klicke den an, öffne ihn in ein neues Tab. Da wird dieser Test gestartet, gerade mit der Webseite, die ich bei mir im Profil eingetragen habe auf Moodle. Es dauert immer einen Moment, die laden da die ganze Seite herunter und machen diverse Tests oder eine Analyse, die jetzt gerade läuft. Doch wenn wir ein bisschen geduldig sind, sollte das auch gerade dann fertig sein. Tatsächlich. In diesem Fall ist das eine erfreuliche Nachricht. Moodle.ch ist optimiert für mobile Geräte. Ich muss da also nichts ändern, damit es bei Google nicht bestraft wird, dass ich das nicht habe. Ein nächstes Beispiel, das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Hier kann ich direkt aus der Kurs-ID eine Tag-Cloud generieren. Geht nur, wenn der entsprechende Moodle-Kurs öffentlich ist, weil das Tool, das ich hier verwende, das von Jason Davis /WordCloud, funktioniert nur mit öffentlichen Webseiten. Aber in meinem Fall, dieser Kurs hier, der ist öffentlich, darum kann ich das zeigen. Ich klicke also auf diesen Link hier,
öffne wieder ein neues Fenster. Und es dauert einen Moment, zack, tatsächlich werden hier alle Begriffe, die auf dieser Seite vorkommen, oder mindestens sehr viele Begriffe, in einer Tagcloud vorgestellt. Tutorial und Beispiel kommt sehr oft vor, das habe ich oft in Linktiteln drin, aber auch Multimedia und andere Sachen, Podcasting, YouTube, RSS-Feeds, solche Sachen kommen öfters vor, oder auch und, ein bisschen unschön vielleicht, dass auch solche Begriffe vorkommen. Aber egal, es gibt doch einen schönen Eindruck davon, was auf dieser Seite, welche Begriffe auf dieser Seite wichtig sind. Falls die Einstellungen noch interessieren, wie das ausschaut, gehen wir mal das Fenster wieder öffnen. Also da wäre diese Adresse, die ich erwähnt habe. Und da kommt dann der Link zu Moodle, den ich da verwende. Und am Schluss kommt view.php und danach folgt jetzt die entsprechende ID des Kurses und die übergebe ich dynamisch. Ist das hier ID und dann die ID des Kurses. Nicht des Users, sondern des entsprechenden Kurses. Das heißt, das wird hier hinten dann angehängt, ID gleich, jetzt in dem Fall 3. Und danach öffnet sich entsprechend dann die TagCloud. Man kann sich jetzt fragen, wäre es nicht einfacher, das gerade hier oben hineinzuschreiben? Das stimmt natürlich, aber nur schon, wenn man den Kurs einmal kopiert, eine zweite Version davon auf dem gleichen Moodle bearbeitet, geht es sehr schnell vergessen, diese Adresse hier anzupassen. Aber wenn es dynamisch aus Moodle herausgelesen wird, dann stimmt das auf dem gleichen Moodle, also gleich auf dem gleichen Moodle bleibe, immer sofort wieder. Das ist auch ein schönes Beispiel, das funktioniert nur für Leute, die Wohnadressen in der Schweiz haben, weil ich versuche hier map.search.ch, also diesen schweizerischen Kartenservice, das geht logischerweise nur für schweizerische Adressen, darum in meinem Fall jetzt meinen Wohnort, schauen wir mal wie das ausschaut, ich klicke hier auf den Link, öffne wieder einen neuen Tab, dauert einen Moment, et voilà, hier wird mit diesem Pfeil hier markiert, wo ich wohne. Da gab es ein paar Schwierigkeiten, als ich das gemacht habe, ich zeige schnell wie ich es gelöst habe. Die Basisadresse ist noch klar, das ist map.search.ch. Und jetzt bei den Variablen, da musste ich ein bisschen tricksen. Ich wollte ja die Stadt um meine Adresse übergeben. Und jetzt akzeptiert map.search.ch eine Query, also Q gleich Adresse. Aber ich habe da nicht die Stadt mit dabei, darum musste ich hier noch ein großes Q verwenden, auch für Query mit der Stadt. Und das ist jetzt spannend, das funktioniert tatsächlich. Ich kann also dieser Suchmaschine, dieser Karte zweimal einen Q-Wert übergeben, einmal mit der Stadt, einmal mit der Adresse. Und der macht dann automatisch, ich zeige es nochmal, automatisch diese Adresse daraus hier, vorne die Stadt, Komma, dann die Adresse. Das ist dieser Kartenservice selbst daraus jetzt gemacht. Ist wichtig, dass man das eine Q groß und das andere klein schreibt, weil Moodle akzeptiert nicht, dass ich zweimal diesen kleinen Query hier übergebe. Dann denkt Moodle, ich habe da einen Fehler gemacht und löscht einfach einen der zwei. Darum unbedingt einen großen und einen kleinen schreiben in dem Fall, dann funktioniert es. Dann auch noch eine schöne Variante, hier kann ich mir von Google Translate die Kursbeschreibung vorlesen lassen. Die findet sich im jeweiligen Kurs unter Kursadministration, Einstellungen, Kursbeschreibung. Da kann man also diesen Text anpassen, bis er einem entsprechend auch gefällt, wenn er vorgelesen wird. Hören wir uns das mal an für mein Beispiel. Dieser Kurs zeigt, wie Multimedia in Moodle eingebunden werden kann. Ich wünsche viel Spaß damit. Funktioniert sehr schön. Ich habe ein oder zwei Wörter in meinem Text geändert, weil sie nicht so schön vorgelesen wurden. Also es lohnt sich, das vielleicht ein, zweimal anzuhören und den Text ein bisschen auf diese entsprechende Text-to-Speech-Engine anzupassen.
Dann habe ich ein bisschen Code noch in meine Folien aufgenommen, um ein Beispiel zu zeigen, wie sich auch eigene Anwendungen mit diesen URL-Variablen befüttern lassen. Ich habe dafür ein Beispiel gemacht, wo auch der User verifiziert wird. Das heißt, es wird verifiziert, ob die Person diesen Link in unserem Modul drinnen angeklickt hat. Der erste Punkt ist, ich muss meiner Applikation ein Geheimnis, also einen geheimen Satz verraten. Der findet sich auf Moodle in der Website-Administration unter Plugins, Aktivitäten, URL und dort dann Passwort oder eben Secret Phrase. Dort findet man diesen String und den muss ich jetzt auch meiner selbstgeschriebenen kleinen PHP-Applikation bekannt geben, weil der Test funktioniert jetzt so: Man nimmt die IP-Adresse des Besuchers, also des Users, den man hier vor sich hat, das ist die IP-Adresse des Computers, des Notebooks, des Smartphones, mit dem er diese Website jetzt gerade besucht, hängt hinten dieses Geheimnis an und berechnet einen Hash, in diesem Fall MD5. Das kann man sich so vorstellen, wie eine Quersumme ausrechnen, also wären hier eine lange Zeichenkette, vorne ein paar Zahlen und Punkte und hinten dieses Passwort, und da wird sowas wie eine Quersumme ausgerechnet. Das gleiche wird von Moodle generiert, weil Moodle weiß ja auch, mit welcher Adresse die Person, IP-Adresse die Person am Surfen ist, und weiß natürlich selber sowieso dieses Geheimnis auch, macht das jetzt die gleiche Berechnung. Ich kann jetzt also vergleichen, das wurde von Moodle übergeben, der Code habe ich das genannt in der Applikation, und das vergleiche ich jetzt mit dem selbstberechneten Wert. Wenn das stimmt, dann nehme ich mal an, dass die Person von Moodle kommt und kann auch gerade den Namen der Person ausgeben. Das habe ich in dem Fall auch per URL übertragen. Oder wenn dieser Code hier nicht stimmt, dann frage ich, wer bist du? Who are you? Also hier unten sehen wir den Link, wie der ausschaut. Name gleich Martin und Code gleich. Dann kommt ein langer String, der hat jetzt hier keinen Platz. Ich werde das auch praktisch schnell zeigen. Zuerst vielleicht die Einstellung. Auf Moodle selber. Jetzt habe ich den falschen erwischt. Ich wollte den hier nehmen. Also kommt der User von Moodle. Da ist die Adresse, wo mein kleines Skript abgelegt ist. Das funktioniert in dem Fall jetzt wirklich nur mit meinem Moodle, weil diese Secret Phrase nur auf moodle.ch stimmt. Dann schauen wir mal die URL-Variablen an. Da übergebe ich also einmal den Namen, das ist der Vorname in diesem Beispiel, und diesen Code, das ist der verschlüsselte Code, den man eben da auf Moodle, von Moodle einmal einstellen muss. Öffne das. Und tatsächlich erkennt mich Your Martin. Wenn ich jetzt da nur einen kleinen Buchstaben ändere, zum Beispiel zum A hier ein B mache, dann stimmt der Code nicht mehr und er fragt mich, wer bist du. Also wenn jemand versucht, hier selbst den Code zu erraten, wird er eigentlich Schwierigkeiten haben. Also mindestens Spammer und so kann man mit diesem kleinen Sicherheitscheck abwehren. Was man nicht kann, sage ich auch noch schnell, man kann zwar prüfen, ob die Person von meinem Moodle her kommt, aber man kann nicht schauen, ob er nicht selbst die anderen Parameter verändert hat. Ich schreibe da mal Hans hin. Das akzeptiert die Applikation ist, weil der Code, der stimmt, aber er prüft nicht, ob auch der andere übergebene Wert stimmt, in dem Fall Hans. Er nimmt einfach an, das wird dann schon stimmen. Das ist wirklich nur ein sehr rudimentärer Sicherheitstest. Gut, dann habe ich für meine Studierenden habe ich da mal so ein paar kleine Games programmiert, die sie in der Pause oder wenn sie gerade nichts zu tun haben oder auch zu Hause, wenn jemand Lust hat, zu Hause daran zu spielen, gegeneinander antreten können. Und diese Minigames, die erkennen den Nutzer also wieder, dass sie merken, wenn der gleiche Lernende, der gleiche Dozent, der gleiche Studentin, wer auch immer, wenn die gleiche Person sich auf diesem Spiel hier einloggt, erkennt er die wieder, damit die erreichten Highscores permanent gespeichert werden können.
Das schauen wir uns schnell an. Das ist hier Minigames. Ich öffne ein neues Tab. Da wir alle ein bisschen, auch ein bisschen Zeit. Das erste Spiel, das ich hier zeige, heißt Typing. Wenn ich das starte, habe ich 42 Sekunden Zeit, den Text hier unten. Jetzt geht es mit No One. Also im Prinzip müsste ich jetzt tippen und dann wird das hier gerade vor zu verschwinden, die Buchstaben. Ich breche das jetzt mal ab, die ersten Buchstaben geklappt. Dann gibt es das zweite Spiel, das heißt Searching. Da muss man immer den entsprechenden Begriff, der hier steht, Assurance in dem Fall, unten im Text finden. Mal schauen, ob ich den irgendwo sehe. Assurance. Da. Und das nächste wäre jetzt Narrowly. Und jetzt müsste ich das nächste Wort wieder suchen. Bin ja nicht so schnell. Aber ich breche das auch wieder ab. Das dritte Spiel heißt Guessing. Auch hier 42 Sekunden, da muss man jetzt nach unten scrollen, hier diese Bildersuche, muss man sich überlegen, welchen Begriff hat man da wohl eingegeben. Ich weiß es inzwischen, das ist jetzt Empire. Mal schauen, wo ist Empire? Da, zack, das nächste Bild sieht so aus. Das wäre jetzt Missionary, glaube ich, Missionary da. Und so weiter, möglichst schnell und oft diese Begriffe hier finden. Und das letzte Spiel heißt noch Clicking, auch wieder 42 Sekunden, den jeweils aktiven Link anzuklicken. Möglichst schnell natürlich. Ja, so wird das immer weitergehen. Ich breche das jetzt ab. Am Schluss bekommt man unter Results, ich habe jetzt da nie fertig gespielt, darum habe ich überall nur 0 Punkte. Ich bin der User 2 auf meinem Moodle und komme aus diesem Kurs MMA15. Aber hier unten sieht man die Highscores der anderen Spieler, die da schon mitgemacht haben. Also einer hat beim Klicken tatsächlich fast 80 Mal in 42 Sekunden geklickt, also fast zweimal pro Sekunde. Auch beim Raten gab es schnelle Leute und zu unterst hat man dann noch den Highscore, wo man dann je nachdem weit nach oben kommen kann. Man kommt nie ganz auf 100%, außer man ist bei allen 4 Spielen der Beste. Das hat jetzt in diesem Fall noch niemand geschafft. Also das wäre ein Beispiel, und wenn wir uns schnell anschauen, wie da die Werte übergeben werden, da muss ich nämlich auch mehrere Werte übergeben. Habe ich zuerst mal hier die User-ID, dann Lectures. Das erkläre ich jetzt nicht. Wenn Sie es mal selber ausprobieren wollen, nehmen Sie einfach die 5 hier. Aber unten wichtig, ich muss die Klasse, den kurzen Kursnamen übergeben. Das nenne ich dann Class. Und zwar nimmt mein Spiel dann hier den letzten Teil in der runden Klammer. MMM-A15 jetzt in dem Fall. Damit man auch die verschiedenen Moodle-Kurse unterscheiden kann. Ist wichtig, muss immer in Klammer sein. Und dieses MM-A15 oder was auch immer, Sie können einen eigenen Namen da finden. Und die ID des Users wird übergeben. Das könnte ein bisschen Probleme geben, wenn auch andere Moodle das verwenden. Könnte es einmal sein, dass die gleiche User-ID daherkommt. Da habe ich jetzt nicht auch geprüft, ob da Konflikte entstehen oder ob die zwei aneinander vorbeikommen. So wird es funktionieren und dann wird der User jedes Mal wieder erkannt. Ich speichere also keine persönlichen Daten wie Vorname, E-Mail-Adresse, Nachname oder solche Sachen speichere ich nicht ab. Ich möchte nur die ID, damit ist die Person auf meinem Moodle dann doch wieder identifizierbar, wenn es zum Beispiel am Schluss Preise gäbe für den besten Spieler. Da habe ich noch ein Beispiel hier, das ist eher was für die Unterrichteten vielleicht unter uns. Da kann man die Stimmung in der Studiengruppe messen. Und zwar jede Woche zum Beispiel, wenn man eine Lehrveranstaltung hat, kann man hier abstimmen lassen, wie gut die Stimmung in der Gruppe war. Dann sieht man über das ganze Semester verteilt, in dem Fall sind es nur 8 Termine, sieht man, wie die Stimmung da war. Das Blaue, das sind ist die Gruppe. Und das Orange, das ist der Kursleiter, in dem Fall war es ich.
Also so kann man auch vergleichen, wie die Wahrnehmung des Dozierenden verglichen mit dem der Studierenden war. Das habe ich jetzt leider nicht so programmiert, dass es allgemein einsetzbar ist, darum zeige ich jetzt hier die Einstellungen nicht, weil ja, das nicht verfügbar ist für andere Leute im Moment. Wenn jetzt da jemand wahnsinniges Interesse hätte, gerne bei mir melden, können wir mal anschauen, ob ich das noch so verallgemeinere, dass es auch für andere Moodle zur Verfügung steht, damit auch andere Leute das einsetzen können. Dann noch das letzte Beispiel mit der Crowd Cloud. Das ist so ein kleiner Service, der läuft auch unter elearning.ch, also elearn.ch, Crowd Cloud, / Fragezeichen, CC steht für Crowd Cloud gleich. Jetzt in dem Fall Swiss Moodle Maharamut 15. Und wenn ich diese Adresse, den weißen Teil hier verwende, kann das mal anklicken, dann bekomme ich jetzt direkt diese Cloud. Wenn ich jetzt das erste Mal auf diese Seite käme, mache ich schnell einen zweiten Browser noch. Da ist er schon, der Chrome. Dann brauche ich nur den Teil hier. CC gleich Swiss Moodle Mood, drücke mal Enter, kann jetzt hier weitere Begriffe eingeben, wo was jetzt im Zusammenhang mit Moodle spannend sein könnte. Forum, Aufgabe, Glossar, Workshop, was wäre noch, Lektion, URL, und so weiter. Ich lasse es mal so weit sein und füge das hinzu und bekomme erst jetzt die Übersicht. Das heißt, wenn ich das erste Mal darauf komme, kann ich die Werte eingeben. Ich kann jetzt aber zurückgehen, wenn ich nicht diese User-Daten übergebe. Nochmal auf die Seite zurück, die Seite neu laden und könnte jetzt noch einmal Tags eingeben. Manchmal möchte ich das aber verhindern, dass jede Person nur einmal die Tags eingibt. Und dafür ist dann eben dieser Link hier, den kann ich auch schnell zeigen, wie das eingestellt ist. Schon das Richtige nehmen, das hier. Und tatsächlich hier ist dieser Link zur Cloud, zu dieser Crowd Cloud. Und bei den URL-Variablen übergebe ich zusätzlich noch die Nutzer-ID des entsprechenden Users. Und damit kann dann die Crowd Cloud hier erkennen, wenn jemand schon einmal da war, und direkt weiterleiten zur aktuellen Crowd Cloud. Ich klicke dann nochmal drauf, dann sieht man es. Ich werde jetzt also nicht mehr gefragt, ich habe das schon mal eingegeben nach neuen Begriffen, sondern es wird mir gerade die Cloud gezeigt. Ist übrigens so gemacht, dass sie jedes Mal andere Farben verwendet. Die Begriffe, die häufig vorkommen, sind größer geschrieben und immer, wenn sie gleich oft vorkommen, in der gleichen Farbe. Jedes Mal, wenn ich sie lade, wird diese Crowd Cloud neu generiert. Die Idee ist von Max Wotli. Ich habe es programmiert. Wenn jemand Interesse daran hat, welche Libraries ich da verwendet habe, ich habe zum Beispiel Bootstrap fürs Design genommen, damit ist die Webseite auch, sollte auch mobiltauglich sein, also auf Smartphones auch gut funktionieren. Dann beim JavaScript habe ich jQuery verwendet, das ein bisschen. Ja, es geht halt schneller mit jQuery in der Regel, und dafür gibt es eben gerade auch ein Plugin für jQuery, das heißt JQ Cloud, und das macht dann diese schönen Clouds hier. Auf der Serverseite läuft PHP und eine MySQL-Datenbank.
Wenn man in den Quellentext jetzt noch gehen würde, wäre irgendwo ersichtlich, wie oft jeder Begriff verwendet wird. Also man übergibt diesem jQuery, respektive das jQ-Cloud, übergibt man eine Tabelle mit allen Begriffen und das generiert dann daraus schön diese Word-Cloud hier. Gerne ausprobieren, einfach vielleicht bei den Einstellungen nicht die entsprechende Cloud ändern, also hier hinten anstatt SMMXV einen anderen Begriff verwenden. Wenn es den noch nicht gibt, wird die Cloud angelegt und sonst werden einfach Begriffe bei der bestehenden ergänzt. Gut, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, es war für den einen oder den anderen etwas Neues dabei. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und bei Fragen gerne bei mir melden.